willkommen, liebes Publikum, heute zum Schüglut. Moment, wir sind heute so zum Karlauern. Warum nennt sich die Gruppe da nach ein paar frittierten Kartoffeln? Pommes Vagantes, heißen die da oder nicht? Ich sag doch, mir ist heute zum Karlauern. Meine Güte, vielen Dank. Schmerzhafte Muttergott. Also für Bückeburg und die Temperatur reicht's. Du darfst dich da hinten mal in den Schatten begeben. Das sind wir so die Größten von uns. Herzlich willkommen zur heutigen Märchenstunde. Wo Kultur an die Wand geschrieben wird. Ja. Aber auch nur Kultur. Nichts an die Wand gestellt, kann man auch sagen. Ja, in diesem Sinn haben wir uns überlegt, welches eloquente Märchen sollen wir am heutigen Tage spielen? Es sind ja Kinder anwesend. Ja, ja. Ja. Und da haben wir gesagt, ein Klassiker soll es doch einmal sein. Ja. Vorhin hat Karl das noch nie gespielt. Star Wars! Star Wars? Nein! Mein Laserschwert ist mir ins Klo gefallen. Wie heißt das Märchen? Car Wash? Star Wars! Car Wash! Star Wars! Keine Ahnung. Am heutigen Tage deswegen einen Klassiker. Und bevor wir beginnen, wir brauchen zunächst einmal die Bank. Was? Nach der Märchenstunde kommt die Bank sofort ins Lager da drüben geflogen, und zwar mit Anlauf. Ist nicht schad um die beiden. Sei es dann eben drum. Und wir bräuchten zwei mehr oder weniger Freiwillige, eine männliche, großartige, lange Unterstützung und eine weibliche, sehr hübsche. Wenigstens über 14 sollte sie schon sein. Über 14? Warum das denn? Das ist doch sonst nicht so üblich bei mir, Katholik. Hallo. Was haben wir gesagt? Männlich und weiblich. Männlich und weiblich. Und wenn die Frau hübsch wird, wird's nichts ausmachen. Bei dem Kerl ebenso. Ja, die Mädels wollen ja auch was zu gucken haben. Hässliche Weiber gibt's ja hier nicht. Moin. Wäre auch nicht schlimm, wenn's schnell ginge. Das sagt ihr mir jedes Mal, aber ich muss mich hier konzentrieren. Hat die weibliche Rolle einen feinen Charakter oder einen fiesen? Eher einen fiesen Charakter. Dann nehmen wir die. Eine Freiwillige, die Gemeinde jubelt. Ab mit dir. Wie alt bist du? 21. Sehr schön. Und jetzt noch was Charakterbefreites. Langsam. Ja, irgendwas Männliches. Ja, irgendwas. Ich will ja nicht... Der ist genau richtig. Ich wollte noch was in dem, aber der ist richtig. Den brauchen wir. Ja. Sehr schön. Komm hoch, Kind. Hier ist eine Treppe. Nicht fallen. Du bist ein gefallenes Mädchen. Das tut uns auch sehr gefallen. Stell dich erstmal hinten in den Schatten. Junge, auch du gleich einmal nach oben. Und du zunächst erstmal den Schatten, den werde ich gleich benötigen. Lass ey, du kannst doch nicht den Bank übersteigen. Also mal Publikum so. Es tut ihm leid, hat er gesagt. Kurz mal fürs Publikum. Wie ist dein Name? Boah, Julian, Manuel, Juma, Jesus. Viele Nikolas. Spitznamen! Sucht euch was aus. Viele Spitznamen! Wir nennen ihn Lorelei! Das ist Lorelei. Das Publikum sagt Hallo Lorelei. Hallo Lorelei! Wo kommst du weg von? Von Olpe. Von Olpe! Sind noch Leute aus Olpe hier in der Nähe zugegen? Ist egal. Nimm einfach das alles auf, was wir heute mit ihm anstellen werden. Halt einen Schritt nach vorne, du rennst sonst alles um mit deinem Arsch. Geh rein, noch einmal schnell, bevor wir beginnen. Wie ist dein Name? Vorne. Ich bin Jasmin. Jasmin, wo kommst du denn her? Aus Leverkusen. Jasmin aus Leverkusen. Das Publikum sagt, hui! Ah. Ihr werdet hier heute was erleben. Das ist total schön. Ein Sauerländer und eine Rheinländerin. Das geht in die Hose. Eine Vizekusenerin. Worin seid ihr denn alles Zweite geworden? So ist es eben drum. Rectus, Carlos, bei Fuß. Yeah. Ich auch? Du auch, natürlich. Ich habe das nicht verstanden. Entschuldigung, ich habe nur Carlos gehört. Was muss ich machen? Einfach nur in die Mitte stellen und unglaublich dämlich aus der Wäsche schauen. Danke. Nun, meine Lieben. Und so viel. Es ist ein veganer Märchen. Das Publikum sagt, oh. Und es waren einst ein Mann und sein hübsches Weib.
Ich bin der Mann. Weder ist bei den beiden etwas Männliches noch etwas Hübsches. Hallo? Festzustellen, aber wir stellen es einfach mal vor. Hier an der Stetten, der Gatte der Ehefrau. Applaus. Und hier ist das arme Kind, was ihm an die Seite gegeben wurde. Offensichtlich schon nicht mehr jungfräulich, denn es ward schwanger. Ich habe eine Frikadelle gegessen. Das ist die zweite unbefleckte Empfängnis. Darauf lege ich großen Wert. Das muss aber eine große Frikadelle gewesen sein. Was machst du denn jetzt? Wenn ich schwanger bin, dann mach ich auch schwanger. Das ist Method Acting. Das scheint ein ziemlich krumpeliges Kind zu werden. Komm, du Drecksau, hilf mir, du hast das da auch reingemacht. Und beide saßen in ihrem Haus. Setz dich, Schatz. Nee, ich kann mich nicht hinsetzen. Oh. Doch, du kannst. Ich kann weder liegen noch sitzen, ich kann gar nichts mehr. Hock dich hin und halt die Schnauze jetzt. Du könntest mir auch mal den Rücken massieren. Und wie ist nun mal so ist? Massieren, mein Gott. Erst sorgst du dafür, dass das da reinkommt und dann kümmerst du dich gar nicht mehr um mich. Fertig massiert. Die Frau war hochschwanger. Oh, meine Beine, die schwellen immer an. Ich weiß. Das war aber schon vor der Schwangerschaft. Das, was sie anschwillt, ist sein Kopf. Schwangere Frauen gehen übrigens tierisch auf die Nüsse. Was? Ja, das mache ich jetzt. Oh, alles tut mir weh. Und du bist schuld dran. Das ist das Alter, Schatz. Nun war es aber so gewesen, dass, wenn eine Frau schwanger ist, es mitunter vorkommen kann, dass sich das gesamte Geschmacksempfinden ändert. Warum bist du hässlich? Und dich, alter hässlicher Kerl, habe ich mal geheiratet? Ja, mitunter mag es auch die Wahrheit sein, die Frau dann zu erblicken hat. Du hast aber doch die Spiegel wegen dir abgehängt und nicht wegen mir. Sei es dann eben drum. Und das Weib hatte dann eben Lustbarkeiten, eine gewisse Speise zu sich zu nehmen. Oh, ich hatte total Appetit auf Nutella mit einer Spreewaldgurke. Sehr schön. Und was noch? Und dazu eine spanische Tortilla in Honig getaucht. Aber dann blickte sie ihrem Gatten tief in die Augen. Tiefer. Tiefer. Der Neudecker hat mir eben Heringe mitgebracht. Ich kann sie nicht mehr lange halten. Kann ich bitte woanders hingucken? Oh, es hat sich gerade bewegt. Fühl mal. Nein, gerade da. Merkst du, spürst du das Füßchen? Nein. Nein? Und somit flüstert er ihm sein Weib ins Ohr. Weißt du, Gatte, wonach es mich gelüstet? Weißt du, Gatte? Sag ich nicht. Weißt du, Gatte, worauf ich Lust habe? Weißt du, Gatte, wonach es mich gelüstet? Weißt du, worauf ich Lust habe? Die Pillen sind alle. Das ist jetzt auch zu spät. Du meinst, die ich dann nehme, um Farben zu sehen? Komm, jetzt... Ich weiß es nicht, mach's Maul auf, was willst du, verdammtes Weib? Ich weiß es nicht, der Märchenerzähler muss es mir erst zuflüstern. Wie heißt das Märchen? Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir natürlich Rapunzel! Das Publikum ruft Rapunzel! Rapunzel! Ich hätte gern ein paar Rapunzel. Scheiße, ich bin Spanier, was für ein Rapunzel! Feldsalat! Ja, dann sag doch Feldsalat! Das Märchen heißt wirklich Rapunzel? Ja, weil das Märchen, wenn es Feldsalat hieße, würden es die Fleischfresser sich nicht anhören. Nur die das Märchen heißt Feldsalat? Rapunzel heißt das. Die Deutschen sind bescheuert. Ein paar Rapunzel. Die sind so lecker als Beilage zu in Honig getränkter Tortilla. Ja. Hase, wir haben mitten im, was haben wir denn, Juli oder was? Ja, da gibt's keine Rapunzel. Wir haben gefühlt in der Sonne 45 Grad. Die Rapunzelzeit ist lang vorbei. Wann ist denn Rapunzelzeit? Vor deinem Bauch. Doch das Kind, es konnte nicht länger an sich halten. Es rief ihren Gatten zu, bring mir Rapunzel! Bring mir Rapunzel! Ja, ganz aber ganz schnell! Und wo du die herholst, ist mir vollkommen egal! Und der Gatte sprang. Du hast mir das angetan! Du erinnerst mich echt an meine Ex ein bisschen. Wollt ihr auch immer Rapunzel? Nee, die wollte ganz... Los, jetzt hoch mit dir! Die Leute gucken ja schon. Der Gatte versprach voller Liebe und Inbrunst. Natürlich, meine Geliebte, ich hole dir das sanfte Kraut. Hoffentlich platzt die Alte. Und er ging los.
Also ich gehe ging durch die ganze Welt. Doch, es war trocken, es war heiß. Das Publikum ruft heiß. Heiß. Das Publikum ruft, hoffentlich habe ich Wasser mit dabei. Hoffentlich habe ich Wasser mit dabei. Wer hat da eben Bier gesagt? Der Junge da unten. Der liebe Gott sieht alles. Doch er konnte keine Rapunzeln finden. Keine Rapunzeln weit und breit. Doch da kam er an eine große Mauer. Oh, eine große Mauer. Wo kommt die denn plötzlich her? Die ist ja gar nicht so groß. Und er blickt über... Halt! Zurück. Er blickt über die Mauer. Oh. Und da auf der anderen Seite, da wuchsen sie. Die feinsten, die zartesten Rapunzel. Das Publikum rastet aus. Und dem jungen Mann, ob der Hitze ihm gelüstete es selbst nach dieser zarten Speise, die da frisch, saftig und voller Wasser schritt. Der Halt zurück! Doch dort, an der Mauer, wusste er, dieser Garten gehört einer Hexe. Das Publikum sagt, und es war eine grausame Hexe. Sie wünschte allen Männern den Tod. Erinnert mich auch an meine Hexe. Doch er fürchtete sich. Schon wollte er umkehren, da hörte er seine Frau aus dem Hause schreien. Was schreit sie denn? Rapunzel natürlich. Rapunzel! Hier, ich werde jetzt unbedingt Rapunzeln haben. Die möchte ich zu Nutella und sauren Gurken dazu haben, als Beilage. Herr, blage mich mit Taubheit, damit ich die Stimme dieses... Jetzt komm jetzt und bring mir die Rapunzel und mach mir eine schöne Vinaigrette dazu. Und beeil dich bitte, da Zwiebeln kannst du weglassen. Du musst mich immer so vom Pupsen. Ruhe jetzt. Das pupse ich ja auch gleich mal, was er halt keiner erleben. Doch der Jüngling, er... Das war wieder der. Nein, das war jetzt das Lager da drüben. Und er musste die Rapunzel holen. Doch die Mauer war viel zu hoch. Ja, doch dann blickt er unten in der Mauer zurück. Unten in der Mauer ein großes Loch. Das Publikum ruft, ein Loch. Ein Loch. Und er sagte sich, oh, durch dieses schöne, formidable Loch kann ja schon ein Riese durchgeschritten kommen. Weil er so mächtig und gewaltig war, so groß gewachsen wie kein zweiter, ging er auf die Knie. Herr Erzähler. Auf die Knie, auf die Knie, auf die Knie, auf die Knie. Liebe Kniefetischist. Der Volkeswille entscheidet hier gar nichts. Wir sind hier nicht in einer beschissenen Scheißdemokratie. Hier habe immer noch ich das Sagen. Alle Mädels einmal weinen. Die Männer weinen. Die Kinder weinen. Jetzt hast du es geschafft. Komm. Ich widme mich explizit an die Eltern. Dies die ist Eltern keine weinen. Demokratie. Ich habe heute Morgen selbstständig entschieden, keine Unterhosen zu tragen. Ich werde nicht auf diese Knie gehen. Du gehst jetzt auf die Knie. Ich habe da was vorbereitet. Du gehst jetzt auf die Knie. Dann werden die Fotos machen, die dann im Internet... Nein, dann wird hier so einfach nur schlecht. Ich kann nicht auf die... Habt ihr es nicht kapiert, oder was? Ja, dann roll dich wie ein Mops unten durch. Geht doch auf. Ich sag, in dem Moment, wo ich da unten bin, weht's den Rock irgendwo hin. Ja, und hier die zwei Gaffer und die hier vorne. Jetzt kommt die schon aus ihrem Lager, die Arschkrampe. Deppen. Vielleicht auch nicht. Und sanft. Ich krieg eine Sturzgeburt! Was soll das aussehen? Neulich habe ich einen Flohgejagt geknackt, der hat auch so geguckt. Und Lorelei hat auch geguckt, ich hab's genau gesehen. In diesem Augenblick nahm der Jüngling die Rapunzeln, pflückte diese dort. Doch in diesem Augenblick, als er gerade selber einen Hieb nehmen wollte, hörte er einen grausamen Schrei. Das können die Weiber. Musst du gerade kotzen? Ach, du warst schon. Das wollten wir jetzt gar nicht wissen.
Hast du auch fremdes Zelt gekotzt? Nee, draußen. Ja, der ist immer draußen. Stehe still! Ah! Und aus dem Gebüsch kam sie heraus. Die garstige, gemeine Hexe. Sie lachte. Das Publikum sagt, yeah, Hexe. Yeah, Hexe. Die Hexe sagt, frisches Fleisch. Etwas alt. Hey! Gut abgehangen. Du wirst mir wunden. Doch der Jüngling, er hatte große Angst, er zitterte am ganzen Leibe. Sehr schön. Und er rief, oh, geliebste Hexe, du wunderschöne. Hola, Chica. Ja. Komm mal zum Onkel. Du wunderschöne Hexe, hab doch ein Erbarmen mit mir. Ach so, aber ja, nur für die Kinder. Jawohl. Oh, du wunderschöne Hexe, hab Erbarmen mit mir. Mein Weib... Lass mich ausreden, Bitch. Mein Weib zu Hause ist schwanger. Ist mir doch egal. Ja, aber... Die ist schwanger? Ja. Wovon denn? Ich hoffe, es war der Postbote. Von der Bank? Ist sowas erlaubt? Ich hab keine Ahnung. Ha, da habe ich eine Idee. Was denn? Du darfst weiterleben. Boah. Aber... Mein Weib nicht. Dafür bekomme ich dein Kind. Das Publikum sagt nein. Nein. Doch. Oh. Ich habe doch gar kein Kind. Noch nicht. Ach, das, was kommt? Ja. Mein Erstgeborenes? Ja. Und dafür kann ich überleben? Bist du taub? Abgemacht. Schon nahm der Jüngling die Rapunzel und kletterte wieder durch das Loch. Nein, die Mauer brach zusammen. Ach. Oh. Oh. Unsere arme Bank. Oh. Banksendung. Federn. Ja. Da kam er nach Hause und erblickte sein schönes Weib. Und da bist du ja wieder endlich. Sag mal, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich stehe die ganze Zeit. Bist du noch fetter geworden? Setz dich, Schatz. Ja, aber ich kann gerade nicht sitzen, ich kann nicht stehen, ich kann nicht gar nichts liegen, es tut alles weh. Da überbrachte der Jüngling seinem schönen Weibe die Rapunzeln und sie freute sich so darüber. Und Rapunzeln, da ganz viele Rapunzeln, die soll ich jetzt essen? Ja. Danke für die Rapunzeln. Doch in diesem Augenblick hörten beide einen Schrei. Eine Krähe. Und vor den erstaunten Augen des Jünglings wie auch seiner Frau erschien die Hexe. Das Publikum sagt, ah! Ah! Ihr bei Fuß, kommt nach vorne. Und die Hexe rief mit Blick zum Publikum. Hier bin ich nun und will meinen Preis. Aber das Kind ist doch noch gar nicht geboren. Mein Schatz. Mein Treasure. Nein. Hast du mit dir was angefangen? Während ich hier schwanger dein Kind austrank zu Hause war, hast du mit dem roten Vieh was angefangen? Nee, die wollte nicht. Ja, da, guck dich mal an! Vor lauter Schreck bekam sein Weib eine Sturzgeburt. Warte, ich hab da was vorbereitet. Was denn jetzt schon, wieder? Schon wieder? Jetzt hat doch mal keine Rückenschmerzen. Resten, Schatz. Resten, Schatz. Pusten. Was? Husten und pressen. Du sollst ein Kind machen, nicht zeugen. Was? Zeugen. Jetzt kriegt das Kind, die Leute gucken ja schon. Dankeschön. Was machst du da? Das Kind werden. Gib das Kind jetzt her! Das Publikum ruft, ein Kind! Ein Kind! Oh. Geh anständig mit meinem Kind um! Sag mal, hast du was mit einem Wookie gehabt? Das könnte mir auch sein, wenn ich mir den Vater so ansehe. Doch da rief die Hexe. Es ist mein! Sie sprang zum Jüngling rüber
Wie kommt die darauf? Griff ihm das Kind aus den Armen. Beide schrien auf. Aha. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Sowas aber auch. Was macht die da mit meinem Kind? Beide schrien auf. Ah! Und weinten bittere Tränen. Mein guter Mann, du kannst doch nichts dafür. Du kannst... Du Drecksack, hat was auf der Hand. Die Hexe lachte. Du wolltest doch diese blöden Rapunzel. Und ging in einen tiefen, dunklen Wald zurück. Die beiden haben einen Abtritt. Wir? Ja, ihr zwei. Uns gibt's nicht mehr. Wunderbar. Ja, die erstmal nicht. Carlos, du läufst gleich hier. Ich darf in Schatten. Ich muss da bleiben. Die Jahre gingen ins Land. Die Hexe lief zu einem riesigen Turm. Und oben auf diesem Turm war ein kleines Zimmerchen, ein winziges. Und hier ist der größte Turm, dem kleinsten Zimmer oben. Hier in der Stätte, der Turm. Komm mal rüber, mein Lieber. Ganz genau, hier stand der Turm. Und oben im Turm waren die Hexe und das Kindlein. Es ward hoch hinaufgewachsen. Es ward genauso hübsch wie die Frau Mama. Und aufgrund der ganzen Geschichte nannte die Hexe das Kindlein Rapunzel. Hallo Mutti! Nee, der Turm sagt jetzt mal nix. So, oben rauf, darauf. Ja, halt dich am Turm fest. Um Gottes Willen, hör mal, was ist das denn für ein wackeliges Ding hier? Einbau! Einbau! Hexe, kriegst du das hin? Hör mal, Junge, du musst mal was essen. Und somit standen sich Hexe und Kindlein gegenüber. Und die Hexe sagte: Oh, mein Töchterlein. Denn das Kind glaubt, es wäre die Tochter der Hexe. Ja, Mutti! Hör! Ja, Mutti! Du bist bald 18 Männer. Ja, lass mich das doch mal ausprobieren. Du bleibst hier oben. Und bleibst jungfräulich. Wo genau? Ich will sowieso keine. Also bleib hier oben und halte die Stellung. Und lasse niemanden hoch außer mir. Ich würde ja gern die Alles Stellung... Alles klar, soweit. Ich würde ja gern die Stellung halten. Welche genau, wenn ihr kein Kerl rauf darf? Ruhe da drüben! Und die Hexe stieg am Turme hinab. Oh, sehr schön. Und ging ihres Weges. In diesem Augenblick, als die Hexe entschwunden ward, kam aus dem Walde ein wunderhübscher junger Prinz angeritten. Ohne Königreich, ohne Sinn und Verstand, weil es ist ja auch eine Märchenstunde von uns. Hier an der Stätte, der wunderhübsche junge Prinz. Hallo, ich bin Prinz. Und während er so durch den Wald ritt, reite mal auf der Stelle, er hörte mit einem Mal das traurige und wunderhübsche Stimmlein eines ungeküssten 18-jährigen Mädchens oben. Los, sing! Was soll ich denn singen? Na, irgendwas. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque la falta, la patita de atrás. Ich kann auch la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque la falta, las patitas de atrás. Meine Fresse, stinkt's hier nach Knoblauch. Sagte der Prinz und fühlte sich vom Knoblauchgeruch angezogen. So schön duftete wahrlich nur eine wunderhübsche Jungfer. Es kann doch, sie kann doch nicht so hässlich sein wie dieser Geruch, der an ihr haften sollte. Und schon ging der Prinz dem Geruch nach, schnüffelte dann am Turm lang und stellte fest, darf doch die Arme wieder runternehmen, oder? Alles für die Kuh. Ja, das ist so, na mal. Und er versuchte, am Turm hinaufzuklettern, um an das Kindlein zu kommen. Doch der Turm war glatt, wie frisch rasiert. Und der Prinz glott ab und fiel auf die Schnauze. Der Prinz sagte sich, verdammt, wie komme ich in diesen Turm rauf? Oh, verdammt, wie komme ich in diesen Turm rauf? Rein oder rauf? Rauf, und diesen Augenblick hörte er ein garstiges Lachen aus dem Wald. Der Prinz bekam es mit der Angst zu tun und wehte seine Axt dahinter. Und versteckte sich. Moment, da gleich bleiben. Bleib doch hier, schöner Prinz! In diesem Augenblick Prinz. Kam die Hexe nach vorne. Das Publikum sagt, ah! Ah! Und rief die magischen Worte. Das Kennungszeichen. Weißt du? Rapunzel. Wie?
Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Etwas emotionslos, aber richtig. Applaus dafür. Und Rapunzel vom hohen Turme hörte diesen sanften Schimmer. Oh, da ruft einer meinen Namen und möchte, dass ich mein Haupthaar herablasse. Oh, es ist die Frau Mutter. Das ist die Frau Mutter? Ja. Oh, die hat aber noch nie gesagt zu mir, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Wir müssen ja nicht jede Kleinigkeit auseinandertreten. Doch, du bist der Märchenerzähler und wenn du diese Szene überspringst, dann bist du entschuld, wenn die nicht wissen, wo wir sind. Sei es dann drum. Doch die Haare fielen aus dem Turm hinunter und die Hexe griff danach, um sich daran hinaufzuziehen. Ja, ich bin so oben, jetzt kannst du sie mir wiedergeben. Und die Hexe sagte: Ich habe was vergessen. Wo ist das Wasser? Ah, da ist es ja. Eine Wespe ist auch da. Sprach und kletterte wieder vom Turm hinunter. Das müssen wir jetzt machen, das ist die Füllungsebene, damit eben der Prinz weiß, wie er jetzt auf den Turm raufkommt. Prinz! Hier, ich habe alles genau gesehen. Ha! Und es riecht immer noch nach Knoblauchskampi. Und der Prinz erging zum Turme und rief hinauf zum fernen Oberstübchen. Warte, du schönes Ding. Ich habe hier einen starken Ast in der Mitte des Baumes gefunden, an dem ich mich hinaufhangeln kann. Hörst du zu? Nö. Ich habe gerade mit der Hexe geflirtet. Jetzt stell dich Rapunzel, lass dein Haar herunter. Und flugs, wo das Kind dachte, es wäre die Mutter, nahm der Prinz in seiner unnachahmlichen Güte die Haare in der Hand und riss und zog daran. Rapunzel schrie auf. Aua, bist du irre? Seine Krone, du Arsch. Sag mal, du kannst doch nicht so an meinen Haaren rumziehen. Aua. Doch kaum erblickte... Typisch Araber. Doch kaum erblickte das Rapunzelchen den fremden jungen Mann. Oh, was für ein schöner Kerl. Da schlugen ihre Herzen wie ein Herz. Das Publikum sagt... Oh. Ja, ist ja gut, wir wissen's. Danke. Und Rapunzel rief, wer bist du, fremder, bist hübscher Mann? Wer bist du, fremder, hübscher Mann? Ich bin Prinz. Und das der Mann sagte, er ist Prinz. Und der Turm erwankte ob dieser Lüge. You sexy motherfucker! Ja. Und somit war es, sie kamen sich ein bisschen näher. Und näher und noch näher. Du guckst nach vorne und willst nicht sehen, was da gerade passiert. Und sie hatten sich lieb. Das Publikum sagt. Doch im nächsten Augenblick hörten die beiden Liebenden das Lachen einer Hexe. Heiliger Bimbam! Oh, was ist das nur? Das ist deine Mutter. Deine Mutter. Das ist meine Mutter? Deine Mutter. Und Rapunzel hieß ihren Liebling an. Schnell klettere hinunter, sie hasst die Männer. Sie wird dich umbringen. Das Publikum ruft. Sie wird dich umbringen. Flieh! Du musst fliehen. Du musst fliehen. Hier, nimm mein Haar und kletter herunter. Du musst fliehen. Der Prinz kletterte hinunter. Und voller Angst und Furcht entschwand er im Dunkeln des Gebüsches. In diesem Augenblick betrat die Hexe die Szenerie. Das Publikum sagt, Die Hexe rief die magischen Worte. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ich hab's doch gerade erst wieder auf die Murmel gekriegt, Mann. Mach ein Orlezipper. Ich werde auch noch jünger. Das Kind, es kletterte hinan. Doch was erblickte es, als es oben war? Es war alles durcheinander geworfen, der Tisch war umgefallen, die Gläser waren zerschlagen, ein seltsamer Geruch nach Fußschweiß hing in der Luft. Das Publikum sagt, iiih. Und zu aller Überraschung sagte die Hexe, was ist das? Was ist das? Das ist ein Stück, was eigentlich die Bühne zusammenhalten müsste. Und das fehlt. Ich finde gut, such mal die anderen auch noch und zieh die alle raus. Während Hornis da hinten ist. Kommt 10 Euro. Die Hexe sagte,
Du hast die Bühne zerlegt? Ja, als dieser Prinz hier war. Was für ein Prinz? So ein afrikanischer, ein nordafrikanischer Prinz. Ich glaube wohl nicht, was ich da höre. Was? Ist hier das MPS durchgezogen? Ob hier das MPS durchgezogen ist? Du hast hier einfach einen Kerl reingelassen. Du bist nicht mehr meine Tochter. Runter mit dir in die Welt. Da, wo es dir am besten gefällt. Sagte die Hexe und weinte bittere Tränen. Der Turm weinte auch. Hey, du kannst ja was. Aber, bevor ich dich runterlasse, gehört dein güldenes Haar mir. Mir allein. Und die Hexe griff nach den Haaren des Kindes. Das Kind schrie auf. Au! Und das Kind wurde aus dem Turm hinuntergeworfen. Und zog von dann. Das Publikum sagt, oh. Moment, das mache ich aber nochmal. Komm unten an, ja? Ich weiß, dass es heiß ist da unten, hier oben aber auch. Nee, dann so gebe ich das. Das lasse los, ich euch so. Mit dir. Nein, das lasse ich den so nicht durchgehen. In der Zwischenzeit lachte die Hexe. Meine Hose ist gerissen. Werde ich doch mal sehen, was mich hier erwartet. Schon kam der Prinz wieder herbei. Prinz. Prinz. Ach, scheiße. Oha. Ich sehe. Was sehe ich? Er erblickte das güldene Haar oben am Fenster und erwähnte sein Rapunzelchen dahinter. Und schon rief er die magischen Worte. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herab. Und die Hexe ließ das Haar hinunter. Der Prinz griff danach, wollte hinaufklettern, doch als er oben am Fenster war, blickte die Hexe heraus, lachte ihm ins Gesicht. Zölibatschwindler! Der Prinz erschrak. Huch. Und fiel hinab. Ich? Ja, du fällst jetzt. Jetzt auch noch? Du fällst. Und fällst voll auf die Schnauze. Oh, ich falle. Auf die Schnauze. Ich falle. Auf die Schnauze. Ich falle immer tiefer. Und immer tiefer. Und, nicht so schnell. Von vorne wieder gucken sie rein. Aua. Tiefer. Ich bin tief. Nein, noch tiefer. Es geht deine Mutter, das Zeug ist heiß hier. Na gut, Kopf runter. So ist richtig. Und er fiel. Er fiel mit dem Kopf in einen Rosenbusch. Au. Und er verlor dabei sein Augenlicht. Autsch! Ich hab doch extra eine Schutzbrille aus dem Hause Engelbert Strauß. Der Prinz, er konnte nicht mehr sehen. Ich sehe nichts mehr. Er war blind. Ich bin blind. Das Publikum sagt, oh. Naja, bei der Frau, da ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und er vermisste sein geliebtes Rapunzelchen. Naja, so hübsch war sie auch nicht. Und er stand auf. Er stand auf? Er sieht doch gar nichts. Und er rief, Rapunzel, wo bist du, meine Hübsche? Rapunzel, wo bist du, mein süßes, kleines, heißes, spanisches Miststück? Moment, ich muss mich gerade noch ein bisschen zurechtmachen. Ein bisschen Knoblauchgeruch naschen. Da war es so, dass er einen Gesang aus dem fernen Walde hörte. Einen Gesang, Carlos. Uno de enero, dos de febrero, tres de fuego, cuatro de febrero. Nee, ich hab keinen Bock. Also, nee. Aber ist doch wohl wahr. Los, komm jetzt her. Und da stand das Rapunzelchen alleine im oh, hier kommt ohne aber. Haare. Ja. Stand das Rapunzelchen, ließ selbst traurig den Kopf hängen und sang ein trauriges Lied. Oh, je, komm, Oma. Und der Prinz erkannte den Gesang immer näher. Er kannte den Gesang sehr gut. Und auch der Duft nach Knoblauch stieg ihm in die Nase. Und schließlich rief er, Rapunzel, bist du es? Oh, du bist es. Wie kommst du darauf? Und Rapunzel rief, bist du es, mein geliebter Prinz? Bist du es, mein geliebter Prinz? Du blöde Kuck, hat's ja noch Kuck im Gegensatz zu mir. Siehst du ja wohl. Ach, du bist ja. Blind? Ja. Ich spür's an deinem Griff. Und beide fielen sich, los, runter mit dir. Und beide fielen sich in die Arme
und weint in Tränen der Freude. Wir kommen nicht schönlich aneinander. Küssen ist nicht. Hier weint Tränen des Glücks. Ich freue mich ja so. Und die Tränen von Rapunzel, sie fielen in die Augenhöhlen des jungen Königssohns. Und mit einem Male heilten die Tränen den Königssohn. Er erblickte Rapunzel, die zarte neben sich. Und sein Herz schlug vor lauter Freude und er musste vor Freude aufschreien. Sofort fielen sich wieder um die Arme. Und er erblindete wieder. Nein, küssten sich. Der Prinz nahm seine Rapunzel mit in sein Königreich. Dort heirateten sie. Und da wurden sie glücklich bis an euer Ende. Muss das sein? Die Hexe. Was? Die Hexe war ganz allein. Oben ihren Turme. Und auch wie sie weinte bittere Tränen. Schied dir doch recht. In diesem Augenblick erblickte sie natürlich einen gut aussehenden Geschichtenerzähler. Ach nee! Sie verliebte sich in diesen. Sie heiratet und zeugt noch viele kleine Rapunzeln. Danke, Gemeinde! Am heutigen Tage unter glühend heißer Sonne die Geschichte von Rapunzel nicht neu verfilmt, sondern noch nie erzählt. Was war da mit dem Turm passiert? Oh, jetzt! Zu unserer Rechten hier an der Stätte die schönste Hexe, die wir jemals hier auf der Stelle hatten, mit rotem Haar, so wie es sich gehört, und einem äußerst hinterhältigen Wesen aus dem schönen... Du hast aus dem Sauerland? Leverkusen. Aus Leverkusen. Aus Leverkusen, liebe anderes als... Jasmin. Jasmin, bravo! Das ist dein Applaus! Oh, du kommst aus dem Sauerland. So, so war das, nicht wahr? Sauertöpfischer Turm. Wo warst du? Olpe, ne? Olpe, aus dem schönen Olpe, wie war nochmal der Name? Julian Manuel. Julian Manuel, was auch immer für euch. Chantalle! Der größte Turm, den wir jemals hatten. Zu unserer ganz Linken, ein junges Rad an unseren alten Karren. Hier aus dem fernen spanischen Landen ist er angetreten, um zu zeigen, wie er die Sonne in deutschen Landen auszuhalten hat. Niemand anderes als die beste Jammermaid, die wir je auf der Bühne hatten. Schankwirt Carlos! Gracias! Ich werde Liebe machen mit euch allen. Oh, ich fühle mich jetzt schön. Du machst dich gerade sehr beliebt bei den Leuten. Und zu unserer weiteren Linken ebenfalls hier an der Stätten. Die heilige Mutterkirche. Das Schlimmste, was Gottes Schöpfung hervorgebracht hat. Hier an der Stätte der Träger des Y-Chromosoms am Bande, und das ist eben der Haken an der Sache. Niemand anderes als der Mann, der schon so lange im Glaubensgeschäft tätig ist, dass man ihn getrost als ein verwesenes Stück Kirchengeschichte bezeichnen kann. Bruder Rectus! Einen stolzen Jubel erbitte ich nun für unsere treueste Mitspielerin, die schon alles gewesen ist. Heute hat sie wieder Multitasking bewiesen, denn sie war nicht nur ein Haus, ein Bett, sie war mittlerweile auch der Hinterteil eines Turmes, sowie auch, Moment mal. Guck mal, die gleiche Haarfarbe. Sehr schön. Für euch an der Stätte und an der Mauer war sie auch noch mit einem großen Loch irgendwo drin. Die Bank! Brüder, Brüderinnen, auch diese Geschichte litt wieder sehr unter dem Gedächtnisverlust unseres Erzählers. Auch diesmal hat dieser Gedächtnisverlust wieder dazu geführt, dass er die schöne Hexe am Ende für sich behalten durfte. Wir werden eine Gewerkschaft gründen, Carlos und ich, und wir werden gegen diesen Mann vorgehen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Du hast das Wort Mann benutzt. Und das ist etwas, wo du niemals gegen vorgehen kannst, weil du kannst nicht gegen etwas vorgehen, was du selber nicht willst. Seht ihr Advokaten im Publikum? Was? Irgendein Scheißegal. Rechtsanwalt? Okay, ihr hättet den Job gehabt. Es ist dies. Die zu Fleisch gewordene Butterstulle. Der Müllschlucker des gesamten MPS. Ja, ja. Der wunderschöne, hässliche Hans! Danke, Gemeinde, dieser Applaus ist wieder einmal völlig gerechtfertigt. Wir werden jetzt gleich die Bühne räumen. Ihr geht bitte alle in den Schatten, trinkt Wasser oder Brause und Limo oder was sich sonst noch alles denkt. Immer dran heute. Es ist heiß, don't drink and drive.
Denn wer dann eben von uns noch was zu trinken hat, der bleibt heute noch hier und hat uns alles verklingt. Aber es wird bald weitergehen. In Glutofen zu Bückeburg in wenigen Augenblicken dann auch das Bruchenball-Turnier. Wir werden sie leiden lassen. Und zur späteren Stunde hier noch einmal die Gewandungspremiere. Wir sehen uns gleich auf dem Platze wieder. Bedanken uns, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid. Denn ihr seid der Grund, dass es uns gibt. Und dafür sagen wir, wünschen euch alles Erdenkliche. Auch Gutes. Dankeschön.